Westfalenpokal, Runde Nummer 1, der SV Hohenlimburg aus der Verbandsliga zu Gast beim Bezirksligist Rot-Weiß-Westhönnen. Die Gastgeber mit einem durchwachsenen Saisonstart 3:3 unentschieden am ersten Spieltag. Die Gäste aus Hohenlimburg mit einem Sieg in Spiel 1 der Verbandsliga. Die Westhönner ganz in Weiß, Hohenlimburg ganz in Rot. Nach gut 7 Minuten schnappt sich Joel Schikora den Ball und zimmert ihn ins Tor. Die Führung für den Favoriten früh im Spiel. Das Tor wichtig für die Mannschaft, aber das war auch eine sehr, sehr gute Einzelaktion. Etwas glücklich, dass der Ball ihm da genau vor die Füße springt. Andreas Rupp im Tor ist noch dran, kann den Ball aber nicht festhalten. Die Anfangsphase gehörte ganz klar den Gästen. Nächste Szene, Achtung, der Ball kommt vor die Füße von Antonio Porello und der haut das Ding an die Latte. Aber die Gastgeber erholten sich von dem Rückstand und spielten dann auch mal nach vorne. Das ist Christopher Clarisee, der sieht in der Mitte Steffen Topp und er macht den Ausgleich. 22 Minuten gespielt, Rot-Weiß-Westhönnen wieder im Spiel. Toll gespielt über die linke Seite. Starke Vorarbeit von Christopher Clarisee und Steffen Topp muss da nur noch den Fuß reinhalten. Ein ausgeglichenes Spiel Mitte der ersten Hälfte. Beide Teams suchten immer wieder den Weg nach vorne. Toller Pass in die Spitze und die Möglichkeit für Marc Risse. Aber der trifft nur das Außennetz. Aber auch die Gäste suchten immer wieder den Weg nach vorne. Das ist Safet Davulcu, der fasst sich ein Herz und wieder Aluminiumglück für die Gastgeber. Zur Pause steht es 1:1, unentschieden. Es hätte durchaus auch 2:2 oder 3:3 stehen können. Die zweite Hälfte beginnt wieder mit den Gastgebern. Das ist die Möglichkeit. Achtung hier für Marc Risse und der trifft den Pfosten wieder. Aluminium, diesmal Glück für die Gäste, aber dann fällt das Tor nach einer Ecke, dachten alle. Kevin Nicola jubelt schon, abgepfiffen wegen einer Abseitsposition. Wir können das mit unseren Bildern nicht eindeutig auflösen, wir vertrauen da dem Schiedsrichtergespann. Es bleibt also beim 1:1 unentschieden. Westhönnen versucht aber auf das 2:1 zu spielen. Gute Parade von Jonas Schilling. Zweite Chance. Achtung, der Ball kommt vor die Füße von Michael Heinz. Und der scheitert wieder an Jonas Schilling. Es bleibt beim Unentschieden. Und in der Verlängerung passiert nichts. Wir gehen ins Elfmeterschießen. Wir sind schon beim entscheidenden Elfmeter. Michael Heinz eingewechselt. Trifft nur das Aluminium. Der SV Hohenlimburg steht damit in der nächsten Runde des Westfalenpokals. Letztendlich ein bisschen traurig und das ist ein Elfmeterschießen, das ist immer glücklich am Ende des Tages, das muss man so sagen. Ich finde aber auch, dass wir erste Halbzeit wirklich Zeit gebraucht haben, um wirklich reinzufinden ins Spiel. Da hat natürlich Hohenlimburg die besseren Chancen gehabt und wenn die wirklich mit einer Führung in die Halbzeit gegangen wäre, wäre es auch nicht unverdient gewesen. Aber ich sag mal, in der zweiten Halbzeit haben wir uns richtig gut reingefunden und dementsprechend bin ich umso trauriger, dass wir die Punkte oder beziehungsweise den Sieg nicht gekriegt haben. Was ich sagen kann, ist halt, dass ich natürlich ein bisschen was das Elfmeterschießen anbetrifft, die Emotionen, dass es am Ende des Tages so ein bisschen von den Schiedsrichtern eingedämmt wird, dass sie an die Seite gehen müssen. Aber wie gesagt, das ist nur am Rande. Meiner Meinung nach haben wir heute in zweiter Halbzeit vor allem ein sehr gutes Spiel gemacht gegen eine zweitklasse höheren spielenden Mannschaft. Und darauf können wir aufbauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.